Wir waren 100 Kilometer von der Grenze entfernt. Viele hatten bekannte Freunde in der DDR, aber nicht alle. Also die überwiegende Zahl nicht, auch hier nicht in Hannover. Aber trotzdem war es natürlich ein etwas anderes Empfinden. Und für uns in Garbsen gab es noch eine besondere Situation dazu. Ich war schon Mitglied des Stadtrates in Garbsen seit 1974. War dann jüngstes Mitglied im Stadtrat und habe dreimal den Antrag für eine Partnerschaft von Garbsen mit einer Stadt in der DDR gestellt. Und dreimal ist dieser Antrag von allen Fraktionen des Stadtrates einstimmig angenommen worden. Und dreimal hatten wir überhaupt keine Chance, weil es gab keinen freien Markt für die Partnerschaften. Also die offiziellen Schreiben sind noch nicht mal beantwortet worden. Wir haben dann den Mauerfall dazu genutzt, um eine Dreierdelegation in die noch DDR zu schicken, die dann mit Schönebeck als Partnerstadt zurückkam. Und das ist eben eine besondere Geschichte noch Richtung Schönebeck. Also ich wollte mit meiner CDU dort als Erste in Schönebeck sein. Wir sind aber nicht zur Ost-CDU gefahren, sondern unser Gastgeber war das Neue Forum, weil Ost-CDU wäre freiwillig mit den Kommunisten im Bett lag. Das war damals meine vorgefasste Meinung. Der war aber für mich schlimmer als der Kommunist selbst. Und aus dem Grund gab es den Kontakt zum Neuen Forum. Ich habe diese Meinung allerdings im Laufe der Jahre wirklich sehr stark relativiert, weil wir festgestellt haben, es gab überall solche und solche. Und natürlich war die Ausspähung und auch das Benutzen der Blockparteien intensivst, aber es gab sehr viele, die auch versucht haben, nur eine Nische zu finden, damit sie leben konnten. Denn das Überraschende für mich war, es gab nicht nur Täter und Opfer. Die hatte ich bisher kennengelernt. Die Opfer, die Freigekauften, die Täter in verschiedenen Funktionen auch. Der größte Teil der DDR-Bürger, das waren Normalverbraucher. Das war für mich die Überraschung meines ersten direkten Kontaktes in meiner späteren Heimatstadt Schönebeck.